besserer Service und mehr Leistungen durch Kooperation zwischen Stahler und Halberstadtwerken. Die Stahler, Kurzform des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes in Halberstadt. Seit Jahren sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Einrichtung für ein saubereres Stadtbild. Zu den Aufgabenbereichen gehören neben der Stadtreinigung, der Friedhof und Pflege von Grünanlagen auch die Instandhaltung der Stadtbeleuchtung. Gerade im letzten Bereich arbeitet die Stahler seit Jahren erfolgreich mit den Halberstadtwerken zusammen. Gegenseitig profitieren beide Seiten durch optimierte Arbeitsprozesse und einer verbesserten Kundenbetreuung. Um die gemeinsamen Aufgaben und Ziele vertraglich festzuhalten, schließen die Parteien nun einen Kooperationsvertrag ab. Die Inhalte wurden von Hans-Joachim Schmidt, dem Bereichsleiter für Stadtbeleuchtung der Stahler und dem Netzmeister für Strom der Halberstadtwerke, Uwe Pommerenke, erarbeitet. Ziel ist es, die Verbesserung der jeweiligen Marktstellung der beiden Unternehmen, die Verbesserung der Kundenbetreuung, die Optimierung von Arbeitsprozessen und die Umsatzsteigerung für beide Unternehmen. Und der konkrete Inhalt der Kooperationsvereinbarung ist die Abstimmung von geplanten Baumaßnahmen, die Durchführung gemeinsam von Baumaßnahmen, Verlegung von Kabel und Leitung, gemeinsame Verlegung von Kabel und Leitung, gemeinsame Nutzung von Kommunikations- und Steuereinrichtungen, gemeinsame Nutzung der Leitwarte Halberstadt als Störanlaufpunkt, also Störstelle, wenn die Kunden draußen durch Straßenbeleuchtung funktioniert nicht, können sie die Halberstadtwerke anrufen. Wir organisieren dann die Störbeseitigung. Gemeinsame Koordinierung und Nutzung von Hubmannsteigern. Kabelfehlereinmessung im Niederspannungsnetz der Halberstadtwerke durch die Abteilung Straßenbeleuchtung, weil sie die Messtechnik dazu haben. Beratung der Abteilung Stadtbeleuchtung zu Beleuchtungsanlagen, die auch an uns gestellt werden, die Fragen. Und Bereitstellung von Werbeflächen an Fahrzeugen der Abteilung Straßenbeleuchtung. Das haben wir als Inhalte reingeschrieben. Es bleibt offen, es soll weiter ausgebaut werden. Und ich wiederhole es nochmal, wir haben es eigentlich jahrelang praktiziert. Es soll jetzt nur mal irgendwo stehen und festgeschrieben sein. Er beschreibt die vergangene und zukünftige Zusammenarbeit beider Unternehmen mit folgenden Attributen. Sehr kollegial, gegenseitige Hilfsbereitschaft und was man nicht oft findet, man steht zu seinem Wort, was man gesagt hat. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass man, wenn man was sagt, es auch tut und nicht nur sagt und es dann doch nicht tut. Durch den Vertragsabschluss wurden die beidseitigen Vorteile nun schriftlich festgehalten und der gegenseitige Austausch von Arbeitsmitteln sowie Personal sorgt künftig für mehr Leistungen und einen besseren Service in der Domstadt.